hatten Grund zum Jubeln. Die Wolfsburger Wu Weghorst rechts und Jerome Roussillon. Foto, Ongards Getty Image. Überraschung in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg gewinnt auch in Leverkusen und ist vorerst neuer Tabellenführer. Werder Bremen gelingt in letzter Sekunde der Siegtreffer in Frankfurt. Auch Hoffenheim feiert den ersten Saisonsieg. Hier geht es zur Tabelle der Fußball-Bundesliga. Für fast Absteiger VfL Wolfsburg läuft der Start in die Fußball-Bundesliga perfekt. Bayer 04 Leverkusen hat dagegen einen klassischen Fehlstart hingelegt. Eine Woche nach dem 0:2 im Borussia-Park unterlag die Werkself zu Hause gegen Wolfsburg 1:3, 1:1 und kassierte die nächste Schlappe. Die Niedersachsen feierten hingegen nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Schalke 04 den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Nach 10 Jahren und 2 Relegationsteilnahmen rangiert der VfL in der Tabelle sogar zwischenzeitlich auf Platz 1. Durch den Sieg der Bayern in Stuttgart belegen die Wolfsburger nun den zweiten Rang. Die Führung der Gastgeber durch Leon Bailey, 24. glich Bayer Schlussmann Ramazan Öksan mit einem Eigentor, 36. aus. Dabei ließ er sich von einem Schuss von Yannick Gerhardt ins kurze Eck überraschen und boxierte den Ball ins eigene Tor. Wu Weghorst, 55. brachte die Gäste per Kopfball mit 2:1 in Führung. Der Schweizer Renato Steffen, 60. schloss einen Konter mit dem dritten VfL-Tor ab. Bremen trifft in der 6. Minute der Nachspielzeit. Eintracht Frankfurt hat mit Rückkehrer Kevin Trapp die dritte Niederlage im 4. Pflichtspiel hinnehmen müssen. Die Hessen unterlagen Werder Bremen in einer packenden Begegnung in Unterzahl mit 1:2, 0:1. Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Milo Dreschika in der 6. Minute der Nachspielzeit mit einem direkten Freistoß, bei dem Trapp machtlos war. Zuvor hatten vor 50.000 Zuschauern in der fast ausverkauften Commerzbank Arena der Bremer Yuya Osako, 21. nach einem mustergültigen Einsatz des Videobeweises sowie Sebastian Haller, 54. per Foul-Elfmeter für die Gastgeber die Tore erzielt. Eintracht-Verteidiger Jethro Williams schwächte seine Mannschaft bereits früh mit einem Platzverweis nach einer Tätlichkeit, 32. Werder-Torwart Jiří Pavlenka zog sich bei seinem Zusammenprall mit Eintracht-Profi Mihad Gacinovic in der 53. Minute keine schwerwiegende Verletzung zu. Die wichtigste Nachricht ist, dass er ansprechbar ist und sich keine Brüche zugezogen hat, erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel. Nach dem Kopftreffer war der 26-jährige Torhüter ausgewechselt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er wird noch eine Nacht zur Beobachtung in Frankfurt im Krankenhaus bleiben. Wahrscheinlich ist es nur eine Gehirnerschütterung, sagte Bremens Manager Frank Baumann. Pavlenka soll am Sonntag nach Bremen zurückkehren können. Hoffenheim dreht die Partie gegen Freiburg. Doppelpacker Adam Schalay hat der TSG Hoffenheim einen gelungenen Heimauftakt beschert. Dank der Treffer des Ungarn siegte der Vorjahresdritte gegen den SC Freiburg nach 0:1 Pausenrückstand noch 3:1. Eine Woche nach der Pleite bei Bayern München fuhren die Kraichgauer so den ersten Dreier ein und tankten Selbstbewusstsein für die erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. Vor 28.619 Zuschauer hatte Dominik Heinz, 36., die Gäste zunächst in Führung gebracht. Doch Schalay, 50., 63. nutzte zunächst einen krassen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste zum Ausgleich und traf wenig später zur Führung. In der Nachspielzeit erhöhte Andrej Kramarik, 90.4. Unentschieden für Nürnberg und Augsburg. Aufsteiger 1. FC Nürnberg hat sich den ersten Punkt seit weit über 4 Jahren erkämpft.
Der neunmalige deutsche Meister kam gegen den FSV Mainz 05 nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zu einem verdienten 1:1, 0:1, verpasste bei vielen guten Chancen sogar einen Sieg. Jean-Philippe Mateta erzielte vor 37.781 Zuschauern die Führung, 25. für die meist harmlosen Gäste. Die kampfstarken Nürnberger glichen durch Torjäger Michael Eischek, 48. aus. Borussia Mönchengladbach kann dagegen einfach nicht beim FC Augsburg gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking erkämpfte sich beim FCA nach Rückstand ein 1:1, 0:1. Michael Gregoritsch, 12., erzielte im einzigen Duell zweier Auftaktsieger am zweiten Spieltag die Führung. Gladbachs Rekordeinkauf Alassane Plea, 68., gelang nach einer Ecke per Kopf mit seinem ersten Bundesligator der Ausgleich. Borussia Dortmund legt beim 0:0 gegen Hannover 96 einige Defizite offen. Trainer Favre sehnt sich nach Ruhe im Spiel und wirft im Umgang mit Mario Götze Fragen auf. Punkt. Von Carsten Schälemer.